Lieben, ihr wolltet gerne meine Hunde sehen. Das habe ich beim letzten Video vergessen. Und deshalb habe ich gedacht, ich zeige euch die jetzt mal eben kurz. Da kommt schon der erste. Das ist einmal Nummer 1. Hier haben wir Nummer 2. Hallo, Simba. Ja, hallo meine Lieben, hier ist Marion von Marions Kreativland. Ich komme gerade vom Action und habe geschaut, ob die da was Neues haben. Die neuen Blöcke habe ich gesucht, die habe ich bekommen. Vieles andere leider nicht. Aber was ich bekommen habe, mir gekauft habe, das würde ich euch gerne zeigen. Und wenn ihr Lust darauf habt, dann bleibt dran. Zum einen habe ich mir zuerst mal diese dicken Klebebänder gekauft, weil ich habe 2 Wünsche bekommen für ein Kinderalbum und da bin ich mir noch nicht sicher, welches ich dafür verwende zum Einbinden. Deshalb habe ich mir die heute mal mitgenommen für ein kleines Mädchen. Dann habe ich niedliche 3D-Sticker gefunden, die habe ich auch noch nicht gesehen. Da habe ich einmal für die Jungs solche Piraten-Sticker bekommen und natürlich wieder Lamas, die sind wirklich süß. Ich stehe ja so auf Lamas. Fand ich sehr, sehr schön. Dann hatten die neue Spitze. Die habe ich mir mitgenommen. Moment, ich sortiere mal gerade durch. So, das ist die neue Spitze, die ich bekommen habe. Ist nicht selbstklebend, aber das macht ja nichts. Die kann man ja immer selber kleben oder auch für ein Buch Einband nehmen. Fand ich sehr schön. Auch die Farben finde ich sehr, sehr, sehr schön. Dezent, nicht zu poppig, nicht zu farbig. Fand ich sehr schön. Die habe ich auch vorher noch nicht gesehen. Die hatten sie neu. Und dann habe ich endlich mir auch diese Pads hier gekauft, wo ja die Klebebuchstaben drin sind. Dann einmal in dem. Alle habe ich, die sie hatten, habe ich mitgenommen. Ich wollte erst nicht, habe hin und her überlegt und dann habe ich gedacht, ach ja, bevor man selber ausstanzt, kann man die ja vielleicht dann auch benutzen. Und einmal haben sie hier Motive. Ja, die habe ich mir dann mitgenommen. Dann habe ich mir auch dieses Fell, selbstklebende Fell, da sind immer 2 Stück drin. Auch mal vielleicht, um so ein Album zu basteln. Die haben sie wohl hier. Die haben sie alle. Aber mir gefiel jetzt das Pinke sehr gut. Und das Türkise. Das ist nicht ganz so haarig. Habe ich gedacht, einmal so, einmal so. Das habe ich mir mitgenommen. Ja, neue Kopfhörer. Die gehen ja dauernd kaputt. Kosten auch nicht so viel. Ich wollte eigentlich Bluetooth, aber die hatten sie nicht. Dann habe ich noch mal hier eine Bestellung mitgebracht. Diese Waldtiere, Holzbastelset. Ja, und die neuen Blöcke. Das sind einmal dieser Block. Da haben sie, ich meine, 4 oder 5 verschiedene. 2 habe ich da gelassen. Die fand ich jetzt nicht so schön, weil ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, wie ich das hier gebrauchen kann. Deshalb war ich da ein bisschen zurückhaltend. Mir haben nur die Motive sehr gut gefallen. Deshalb habe ich gedacht, ich nehme die mit. Das ist dann immer einmal mit Glitzer, kann man auch fühlen, und einmal oben mit Glatt. Hüppala. Jetzt schon alles runter. So. Da gibt es sogar 3 von. Also da hat mir wirklich, da haben die Farben mich angesprochen. Da habe ich gedacht, die nehme ich mal mit. 3-mal sogar gibt es das immer. Ich hoffe, ihr seht das gut. Das ist schön als Hintergrund, finde ich die Schrift toll. Ja, ist ja schon immer wieder Sommer. Ja, das war der erste Block. Dann habe ich diesen mitgenommen.
auch die Farben sehr schön. Ich blätter die jetzt immer mal um, weil es ist immer dreimal. Dann braucht er nicht so viel schauen. Auch für Hintergründe sehr schön. Ich sage wieder nicht viel, ich lasse euch einfach schauen. Das war Nummer 2 und das ist Nummer 3. Den habe ich eigentlich auch als Bestellung mitgenommen. Der war gewünscht und deshalb habe ich den mitgenommen. So, und dann kleine Blöcke habe ich keine neuen gesehen. Große, also der war mir neu. Den habe ich noch nicht gesehen im Action. Ich habe wohl auch einen mit Füchsen, aber das ist nicht der. Da würde ich euch auch gerne einmal mit reinschauen lassen. Ja, ich muss das so machen, sonst komme ich nicht in die Kamera. Mal mittig, dann könnt ihr beide Seiten sehen. Ich denke, da wiederholt sich das von vorne. Genau, da wiederholt sich das. Also den habe ich mitgenommen, den hatte ich noch nicht gesehen. Und der, den habe ich gesehen, habe ich aber damals nicht so reingeschaut. Hoppala, Kamera wieder am Rutschen. Moment, bin sofort wieder bei euch. Kaufen. So. Und den fand ich auch sehr schön. Den Planeten hier. Ja, und hier wiederholt sich das auch wieder. Es ist immer eine Hälfte und die andere Hälfte ist das gleiche. Und dann habe ich mir nochmal diesen Block mitgenommen, weil den habe ich verbastelt, fast verbastelt. Und dann habe ich gedacht, ich nehme den nochmal mit. Was ich sehr schade bei den Weihnachtsblöcken finde, ist, dass die Tatsache immer auf der anderen Seite weiß sind. Deshalb habe ich die jetzt auch verbastelt als kleine Kästchen und Adventskalender. Aber ich finde schon die doppelseitigen, die sie so im Frühjahr und so immer haben, viel, viel schöner. Warum sie das bei den Weihnachtsblöcken nicht machen, kann ich leider nicht beantworten. Ich verstehe es aber nicht.
So, das war der Weihnachtsblock. So, das ist mein Bastelkram. Ach nee, und zweimal Leim habe ich mir noch mitgenommen. So, da bin ich wieder. Sorry, Leutchen. Dann habe ich mir zweimal Leim mitgenommen. Einmal glänzend, einmal matt. Bastelleim. Und dann habe ich schon ein paar Weihnachtsgeschenke so zum Beilegen gekauft. Habe ich dieses Bingo-Spiel gekauft. Da weiß ich noch nicht, ob wir das so als Familie spielen wollen. Dazu die passenden Blöcke. Wollte ich eigentlich immer schon mal haben. Und dann habe ich hier so für die Mädels so Bastelsets gekauft. Kann man dann so Traumfänger basteln. Habe mir nochmal die Masse mitgenommen in Weiß. Dieses Bastelset für die kleinen Mädels. Dann so Schaumstoffpads, dann Armbänder-Bastelset, so mit Glitzer. Und die Mädels ja auch immer ganz gerne. Wie gesagt, das sind dann alles schon mal so ein paar Nikolausgeschenke und Weihnachtsgeschenke. Und von den kleinen Strass. Bastelsets habe ich mir noch die. Das mit den Schmetterlingen. Und das Faultier. Ja, meine Lieben, das war's, was ich heute beim Action gekauft habe. Bastelzeug war jetzt nicht so viel für mich dabei, aber gut. Bin trotzdem durchgegangen. Ich freue mich über die Bänder. Die Spitzenbänder finde ich mega. Ja, ansonsten, ich grüße alle meine Abonnenten. Freue mich über einen Daumen hoch, falls euch mein Video gefallen hat. Ich freue mich über neue Abonnenten. Die alten, wie gesagt, grüße ich von hier ganz lieb. Und diese Woche werde ich versuchen, noch ein Craft-Update hochzuladen. Bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Ich werde es versuchen. Ich wollte auch eigentlich noch bei einer Challenge mitmachen. Mal schauen. Ich melde mich auf jeden Fall und wünsche euch bis dahin einen schönen Tag. Eure Marion von Marions Kreativland. Tschüssi.